ermöglichen sie den Fernseh- und Rundfunkanstalten eine größtmögliche Heuchelei mit Sondersendungen, Schweigeminuten, Gedenkkonzerten und allem, was dazugehört, damit die, die von Geburt an skeptisch an das ganze Thema herangehen und den Braten riechen, sofort als herzlose Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden können. Setzt euch bitte mal alle euren Aluhut auf, denn es wird gefährlich und wir wollen ja nicht, dass die Aliens mithören. Rufen auf zum Kampf gegen Tabuthemen, Geschichtsfälschung, Gehirnwäsche. No one is not saying who don't worry. I'm mad at the bad if you see him and straight to the max it knows the thing you know. Rastafari crew feels all this. Ich versichere, dass ich Ihnen nichts Böses will. Wer sind Sie? Wer? Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Mars? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Oh, das kann ich sehen. Natürlich. Ich zweifle ja auch nicht Ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Oh, verstehe. Aber an diesem verheißungsvollsten aller Abende gestatte ich mir, anstelle des doch recht verbreiteten Synonyms auf den Charakter dieser Dramatis Persona einzugehen. Voilà! Ein demütiger Veteran des Vaudeville, vorgesehen als Vertreter von Opfer und Verbrecher gleichermaßen von den vielfachen Wechselwellen der Vorsehung. Diese Visage ist keine bloße Verkleidung aus Eitelkeit, sondern ein Vermächtnis der Vox Populi, nun vakant, verschwunden. Wie dem auch sei, diese tapfere Verkörperung eines vergangenen Verdrusses ist wieder quicklebendig und hat sich geschworen, die korrumpierte und verabscheuenswerte Wiebmannbrut zu vernichten, die als Vorhut des Verbrechens der verderbten Vernichtung der Meinungsfreiheit Vorschub verschafft. Sind Sie sowas wie ein Verrückter? Ich denke, genau das wird man sagen. Ich verspreche Ihnen, so etwas haben Sie noch nie gesehen. Und danach können Sie wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Also gut. Remember, remember, die Verschwörung und der Verrat. Es gibt keinen Grund, die Pulververschwörung jemals zu vergessen. Zu Beginn die Ouvertüre. Und das ist der Wahrheit. Bruce, die. Die, die. 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 Das ist die. Nein. Jeder. Gleich Lügenpresse. Aber es ist schon erschreckend, wie viele vernünftige Menschen tatsächlich glauben, dass wir hier regelmäßig Grundlinien unserer Berichterstattung mit den Mächtigen in Berlin absprechen. Wir haben keine Ahnung, woher sowas kommt. Und mit dieser Bemerkung handle ich mir wahrscheinlich schon wieder viel Post ein. Aber ich denke, wenn die Berichterstattung von jemandem im Journal bestimmt würde, dann hätte der oder die ja irgendwann mal zum Beispiel mit mir sprechen müssen. Das ist nie passiert. Nie. Okay, wir schätzen nicht immer alles richtig ein, wir machen auch mal Fehler, aber wir recherchieren, prüfen, wägen ab und berichten, wie wir es in unserer Redaktion für richtig halten. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand.
Wer seine Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu bekommen, wird am Ende beides verlieren. Ein Lösungsvorschlag. Sei skeptisch, stelle Fragen. Und die erste sollte immer lauten, cui bono, wem nutzt das? Es gibt immer Kräfte im Hintergrund, die von diesen schrecklichen Ereignissen profitieren. Finde Namen und Gesichter dazu. Und ach ja, poste doch bitte nicht jeden schwachsinnigen Müll auf Facebook. Ich kann mich nicht über einen Überwachungsstaat aufregen, aber selber genau diesem alles in die Hände spielen. Kein Mensch interessiert es, dass du nach dem Duschen heute mit deinem Hund Biscuit zu einer überregional bekannten Kaffeekette gejoggt bist, um dir dort einen Medium-Size-Schokocino zu kaufen. Aber danke, dass du davon ein Bild gemacht und es in das Internet gestellt hast. Die einzigen, die auf sowas stehen, sind die Geheimdienste, die mit diesen Daten ihre Supercomputer füttern und daraus Bewegungsprofile, Meinungsstatistiken und Verbindungen zwischen deinen Freunden herstellen. Bezahl deinen Einkauf mit Bargeld. Nur so kannst du davon ausgehen, es den sammelwütigen Control-Freaks so schwer wie möglich zu machen. Verfall nicht in Angst, nur weil sogar schon in deiner Straße das Militär patrouilliert. Keine Angst. Das wird aufhören, sobald der Systemabbruch da ist. Denn auch diese Kräfte bemerken sehr wohl, dass sie nur Handlanger eines untergehenden Systems sind. Im richtigen Moment werden sich auch die auf die Seite des Volkes stellen. Ach, und ganz wichtig,